Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Ich bin Marv und wir sind gerade auf dem Weg in die Golden Cat. Da haben wir nämlich noch eine Aufgabe zu erledigen. So, wenn wir die so heimlich erledigen hier, die Kollegen, dann passiert uns auch nichts. Da wäre noch ein Knochenartefakt. Das ist hier aber nichts. 55 Meter. Nee, da ist sogar noch eine Rune da oben. Hat sich ausgestrollt, Kollege. Ich war zwar schon in der Golden Cat, ohne dass ich irgendjemanden erwischt habe. Also hier draußen jedenfalls. Tja, hier wird nichts mehr passieren, Fräulein. Der, der dir helfen könnte, ist gerade tot umgefallen. So, wo ist denn das? Da hinten. Knochenartefakt? Aber hier war doch eben gerade noch das andere Ding. Oder? Da, da ist die Rune. Und da ist das Knochenartefakt. Die sind da oben irgendwo. Was? Oh nein! Hilf mir! Bitte helft mir! Mein Gott, hier ist irgendwo ein Monstertyp, der sich durch die Gegend teleportiert. Was tut man denn? Tja, was man da tut? Generalschlüssel der Golden Cat. Sagen, den besorge ich mir dann erstmal. Hallo, Lady. Sanfte Träume. So, was haben... voll am Abschnarchen, die Frau. Mal mitnehmen, was hier alles so ist. Oh, das sieht super aus. Warte. Hat die gute Frau wieder mal wieder einen über den Durst getrunken. Ich weiß, die Betten werden knapp. Emilys Aufenthaltsort. Oh, ich hätte das lesen sollen. Emily wird oben im Schlafraum gefangen gehalten. Okay. Das ist ja gut zu wissen. Ich quasi nur einmal nach oben. Aprikosentörtchen. So. Kann ich das Hemd, kann ich das Hemd mitnehmen? Nein. Das ist ein Bild. Kein Hemd. Ah ja, schau mal da. 5 Knochenartefakte gefunden. Sehr schön. Schauen wir mal, was das denn jetzt kann. Rattengeruch, verstärkter Bolzen. In Gegner steckende Bolzen gehen seltener kaputt. Das hatte ich schon mal. Wurfhand, du kannst Gegenstände etwas weiter werfen. Nee, ich bleib beim Beutejäger. So, Emily ist oben. Irgendwo muss doch hier auch das Herz sein. Da oben. Bin ich quasi schon direkt dran. Schleichen wir mal. Dann ging da einfach die Tür zu. Was da wieder los ist. Keiner drin.
Man hört im Hintergrund immer irgendwelche Hunde bellen. Ich denke mal, das ist mein eigener. Ist ja gar nicht. Der liegt da ganz in Ruhe und chillt neben mir. So. Fluchtweg ist gesichert. Hi, Mädchen. Warum trägst du eine Maske? Corvo? Corvo, du bist es! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Mhm. Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Mhm. Das scheint so lange her zu sein. Mhm. Aber du bist nicht tot. Mhm. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Na dann. Hätten wir das auch geklärt. In ob ich jetzt Richtung. Einfach durchs Fenster schleiche oder nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da überhaupt noch Leute sind, gegen die man kämpfen kann. Sie bringen sie aus den Bauerndörfern. Uneheliche Kinder und Mäuler, die nicht gesättigt werden können. Hier ist das Elixier für diese Woche. Was mit dem Geld? Ich drücke die Sachen immer zu schnell weg. Schließ die Tür auf, damit wir von hier verschwinden können. Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Na gut. Dann viel Glück. So kann ich mich hier nämlich noch mal ein bisschen umschauen. Und im Keller war ich nämlich noch gar nicht. Da sind jedenfalls ein paar Frauen, die sich gerade hübsch machen. Gehört, was das kleine Mädchen gemacht hat? Nein. Das ist eine Süße. Amy oder Emily oder so ähnlich. Sie wollte fliehen. Irgendwie hat sie den VIP-Ausgang entdeckt. Wirklich? Ja, Prudence hat ihn seitdem abgeschlossen und besitzt den einzigen Schlüssel. Warum ist sie überhaupt hier? Ist sie eine Nichte der Pendletons? Keine Ahnung. Sie halten sie unter Verschluss. Was wichtig war, habe ich bekommen. Ach, das ist der Haupteingang. Na gut. Ja gut, dann waren wir ja doch hier schon überall. Dann kann ich ja jetzt wieder weg. Zum Destilleriebezirk. Ah ja, jetzt weiß ich, wo ich rausgekommen bin. Na? Schön, dich wiederzusehen, Geliebter. Aber stirb jetzt nicht, sonst fällt das Mädchen in den Fluss. Geliebter? Hallo? Ich wusste gar nicht, dass wir beide was haben. Miteinander. Ja gut, aber das, ne? Manche Leute sind da halt einfach ein bisschen offener, möchte ich einfach mal sagen. Die sehen einen und sagen, oh mon amour, ich liebe dich, egal ob ich dich kenne, egal ob ich 50 Jahre älter bin als du. Hauptsache wir sind zusammen. Die Tür ist immer noch zu. So, aber es muss sich ja was, muss sich ja gelohnt haben. Ach so, schau mal an. Komm ich da oben rüber? Nee. Da komm ich raus. Da, da. Da, da, da. Entwarnung, Leute. Das Ding müsst ihr jetzt erstmal da wieder hochkriegen. So. Kein Problem für Corvo. Der benutzt einfach die Umgebung, um seine Gegner zu erledigen. So, Emily wird schon unten sein. Die sind auch schon K.O. Ach, jetzt haben sie hier aufgebrochen. Wo ich noch in der letzten Folge... Hallo?
Sie haben Mundgeruch, gute Frau. Es wird Zeit für ein Bad. Oh. Ja, leider habe ich nur den Stein getroffen, gute Frau. Ich hoffe, das ist kein Problem für Sie. So, Zeit zurückzukommen. Zu Emily. So. Na, ihr beiden. Alles gut? Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Nee, habe ich nicht. Das war aber eine schnelle Rettungsmission hier. Wow, 5 Runen gefunden, 5 Knochenartefakte. Ich habe eigentlich so alle Gemälde auch noch. Ja, nicht ganz alle Münzen. Da wäre noch einiges gewesen. Aber Chaosfaktor hoch. Das Wichtigste für uns ist quasi eingetreten. Zurück im Hounds Pit Pub. Pit Pub. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ja, ich glaube aber auch, ey. Nicht mit einem Mädel, einem kleinen Kind, über die Vorfälle in der Golden Cat reden. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie Ihr Zimmer im Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. Sowie den ganzen Hound Pits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Au revoir, kleines Mädchen. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Na, dann werde ich mir den Guten doch mal schnappen. Aber zuerst... Wo ist denn jetzt hier der gute Mann hier? Da. Piero. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Piero, ich habe ein bisschen was, was du mir... machen solltest. Maskenoptik Nummer 2. Cool. So, ich brauche Armbrustbolzen. Und zwar alle. So. Dann Verbesserung. Armbrustnachlader, Kampfbetäubungsbolzen, Pistolenverbesserung, Springminenradius. Maskenoptik Nummer 2. Artefaktkapazität um einen erhöhen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Maskenoptik Nummer 2 auch. Bolzenkapazität, da muss ich unbedingt mehr mitnehmen. Immer noch so viel. Bolzen gleich noch ein hier. Zack, abgebolzt. Nehmen wir den auch noch. So, das passt. So, ein paar Bolzen mitnehmen. 30, wow. Echt einiges. So, danke. War nett von dir. Kannst du mich da mal... Danke. Nein, ich will jetzt hier nicht lesen. Ich will das hier mitnehmen. Was liegt denn da? Piros Werkstattschlüssel. Wie kommt der denn in meine Tasche? Wie ist das nur passiert? Ich finde ja cool, dass man hier so viel klettern kann. Das hat mir in Mirror's Edge auch schon so gut gefallen. Callista, ich will mich jetzt nicht umsehen. Natürlich. Wir zeigen es Ihnen später. In Ruhe. Ich frage mich, ob meine Mutter noch lebt. Ich sah... wie sie die Klinge traf, aber vielleicht hat sie überlebt und sich erholt. Wäre das möglich? Es tut mir leid, Emily. Aber sie hat nicht überlebt. Oh. Sind Sie zur Beerdigung gegangen? War es eine schöne Feier? Ein Zug von Kutschen rollte durch die Stadt. Es war wunderschön. Blumen überall. Und Tausende weinten, weil sie so vermissen. Hätte ich's doch gesehen. Tut mir leid, Liebes. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt sehen
müsste die eigene Mutter stirbt. Pendleton. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Ja, die Wende kann ich bringen. Die ein oder andere Mauer kann schon fallen. Bin ich mir sicher. So, ich habe hier die Rune irgendwie liegen lassen. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie hinkomme. So, die ist quasi direkt um die Ecke. Da. War ja einfacher als gedacht. Wow. In einem Keller. Was für Gelächter. Und sie haben sich einen Singen, die alten Lieder. Das in Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Na, dann machen wir das doch gleich. Gehen wir gleich mal zu Samuel. Aber Leute, die Folge ist wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dishonored mit Marv. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Alles klar. Dann mal los. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind.